Ja, hallo, schön, dass du da bist. Ich möchte dir kurz einen Blick hinter die Kulissen des ultimativen Homeoffice-Business geben. Wie du vielleicht mitbekommen hast, wird dieser Kurs seit letztem Sonntag unters Volk gebracht und geht auch nur noch bis nächsten Sonntag, ist er zum Einführungspreis zu haben. Also danach steigt wirklich der Preis. Das ist kein Quatsch. Der wird wirklich ordentlich steigen. Und damit du weißt, was dich erwartet, habe ich mich entschlossen, dir schon mal einen Einblick zu geben. Also, wenn du das Produkt erworben hast und die Zugangsdaten bekommen hast, dich das erste Mal einloggst, wirst du diese Übersicht hier bekommen. Das ist in mehreren Modulen aufgebaut. Hier mit Modul Start, Mindset. Unterschätze das bitte nicht. Das ist durchaus wichtig für den Erfolg. Dann die kostenlosen Ressourcen und die Vorbereitung. Wie du vielleicht mitbekommen hast, ist einer der wesentlichen Merkmale dieses Kurses auch, dass du keine Zusatzkosten hast, keine Nebenkosten. Das ist immens wichtig, weil das schreckt tatsächlich auch viele vom Umsetzen und vom Durchstarten ab. Dann YouTube-Kanal erstellen und einrichten. Es ist grundsätzlich jetzt nichts wirklich Schwieriges, aber hier bei dieser Strategie kommt es wirklich auch sehr, sehr, sehr genau auf die einzelnen Einstellungen ein. Und das wird dir hier Schritt für Schritt erklärt. Dann die Videoerstellung. Es ist wirklich eine ganz einfache Sache, weil hier keine aufwendigen Videos erstellt werden. Bonusideen, dann Affiliate Marketing wird hier nur ergänzend angeboten. Externer Traffic generieren, natürlich, um den Kanal bekannt zu machen, und FAQ, also Fragen und Antworten und auch Updates, die kommen werden, wirst du dann hier sehen. Zusätzlich gibt es noch Downloads, und zwar Checklisten und Vorlagen 7 Dateien und Keywordlisten 4 Dateien. So, wie du vielleicht mitbekommen hast, oder falls noch nicht, es geht hier um eine Videostrategie über YouTube. Und zwar auf dem englischsprachigen Markt. Nun schreck erstmal nicht ab. Der englischsprachige Markt hat einen riesengroßen Vorteil, denn der ist fünfmal so groß wie der deutschsprachige Markt. Also ich habe eine Zahl irgendwo gefunden. Deutschsprachiger Raum etwa 100 Millionen potenzielle Kunden, im englischsprachigen Bereich 500 Millionen, also das Fünffache. Also da ist tatsächlich was drin. Aber keine Sorge. Schreck dich, lass dich nicht abschrecken, wenn du kein Englisch können solltest. Du kannst alles, was du dafür brauchst an englischen Texten, entweder weil du sie selber nutzen willst, also formulieren willst, oder weil du sie lesen willst, ist es wirklich ganz einfach. Du nutzt entweder den Google Übersetzer. Du gibst einfach mal hier bei Google Übersetzer ein. Das wird dir auch im Kurs gezeigt. Gehst dann hier rauf und dann hast du hier die Möglichkeit, Englisch einzugeben, Übersetzung in Deutsch. Oder ich gebe dir noch einen weiteren Tipp, das ist der DeepL.com Translator. Der ist teilweise noch ein kleines bisschen besser, weil er mit der Satzstellung ein bisschen besser übersetzen kann. Aber im Grundsatz sind sie ziemlich gleich. Ich gebe da jetzt mal einfach mal ein Beispiel ein. Das habe ich mir vorbereitet, den Satz, den kopiere ich hier rein und er wird übersetzt, und zwar with Video Marketing und so weiter in Englisch. Mit Video Marketing über YouTube können Sie sich mit Fleiß und Ausdauer ein regelmäßiges Einkommen schaffen. So, also wie gesagt, keine Sorge, dass du meinst, du kommst da nicht mit klar. Wirklich, es wird funktionieren. Noch eine Idee vielleicht, die Probleme bereiten könnte, nur könnte, weil wir ja hier nicht selber vor die Kamera gehen oder eigene Videos produzieren, sondern das meiste in diesem Kurs Copy-Paste ist, mach dir keine Sorgen wegen irgendwelcher Urheberrechtsprobleme, Verletzungen oder was auch immer. In diesem Kurs wird dir ganz genau gezeigt, wie du absolut lizenzfreie und unproblematische Quellen dafür nutzt. Und wenn du das genauso eins Schritt für Schritt, eins zu eins umsetzt, hast du auch überhaupt gar nichts zu befürchten. Ja, also ich persönlich finde es tatsächlich auch sehr interessant, mal auf diese Art und Weise den englischsprachigen Markt, sagen wir mal, anzapfen zu können. Ich würde jetzt hier keine E-Mails einsammeln, keine Leads, keine E-Mail-Adressen einsammeln wollen, weil ich gar kein englischsprachiges E-Mail-Marketing machen wollte, würde machen wollen.
Aber genau das braucht man eben auch hier bei dieser Strategie nicht. Und noch dazu muss man einfach wissen, YouTube ist wirklich einer der mit die größte Suchmaschine und Plattform weltweit. Und hier geht es ja um Musik, Musikvideos sozusagen zum Nebenbei hören. Und man muss einfach wissen, die Leute hören sich kaum noch Musik an, die sie schon gar nicht mehr auf Schallplatten oder CD oder sowas, natürlich aus nostalgischen Gründen zum Genießen, aber nicht, um es als Untermalung zu hören. Da nutzen fast alle YouTube, natürlich auch ein paar andere Plattformen noch, aber YouTube ist da einfach die allergrößte und deswegen darauf aufbauend ist eben diese Strategie entwickelt worden. So, ja, ich hatte schon gesagt, am Sonntag endet das Ganze, die Zeit läuft, deswegen überleg nicht zu lange, das jetzt noch zu diesem Einführungspreis dir diesen Kurs zu holen. Deswegen geh bitte unter dem Video auf den Link. Dort kannst du das Produkt holen. Und es würde mich freuen, wenn du das über diesen Link machst. Und vor allem wünsche ich dir immens großen Erfolg. Ich werde diese Strategie auf jeden Fall umsetzen und auch nebenbei laufen lassen, neben meinen anderen Sachen. Und wenn du ein Anfänger, Anfängerin oder Anfänger bist, ist das ebenfalls genau das Richtige, egal ob Anfängerin oder Fortgeschrittener, ganz egal. Also, ich wünsche dir ganz viel Erfolg und bis bald. Ciao.